Oleg, 581 heute, alles im ersten Versuch, Bestleistung. Also du kannst ja nur zufrieden sein eigentlich, oder? Ja, so ziemlich. Ja, wie waren die Sprünge? Sie haben sich unglaublich gut angefühlt. Weißt du, die letzten zwei Einheiten, Trainingseinheiten, die waren nicht so gut gewesen. Die Routine hat irgendwie gefehlt und wir haben jetzt in Karlsruhe haben wir das alles nochmal aufarbeitet und es hat alles gut funktioniert. Jetzt, das hat man halt gesehen, jeder Sprung im ersten Versuch, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass alles gut funktioniert. Jetzt muss man halt nur ein bisschen die Kräfte sparen, gucken, dass man halt ein bisschen höher anfängt und auch größere Sprünge in der Höhe macht, dass man dann schneller bei 80, 90 nochmal ankommt. Weil es war jetzt schon einige Sprünge tatsächlich. Mhm. Ja. Berlin ist ein gutes Pflaster für dich. Letztes Jahr schon Bestleistung hier ohne Zuschauer. Dies Jahr waren Zuschauer da. Nächstes Jahr, wenn dann noch mehr Zuschauer erlaubt sind, geht es dann noch höher, oder? Ja, hoffentlich doch. Ja, das ist das Ziel. Immer zu steigern, von Jahr zu Jahr immer mental stärker zu werden, an seinen Schwächen zu arbeiten und die Stärken halt dementsprechend wieder zu stärken. Gucken mal, wie es nächstes Jahr dann sein wird. Wie haben dich die Zuschauer heute unterstützt hier? Sehr gut, sehr gut. Unglaublich gute Atmosphäre. Es hat gefehlt die letzten Jahre und jetzt auf jeden Fall war das super. Wie sehen die nächsten Wochen aus jetzt bei dir? Ich habe jetzt auch einen Wettkampf in Dortmund, das PSD-Bank-Meeting, Düsseldorf, das ISTAF und dann nochmal die deutschen Meisterschaften. Beziehungsweise machen wir noch jetzt im März einen Wettkampf in Frankreich, damit halt wir diese Zeitspanne zwischen der WM ein bisschen besser überbrücken können. Genau, du sprichst es an, du hast die WM-Norm jetzt ja auch eingesackt. Ist das ein wichtiges Ziel für dich gewesen, auch in Serbien dann starten zu können? Auf jeden Fall, ja, das war das Ziel für diesen Winter gewesen. Ich habe es erreicht, ging sogar recht schnell. Hätte ich nicht erwartet, dass es so funktionieren wird, aber ich freue mich drauf, da dabei zu sein, mit Mondo zu springen, mit allen anderen, um die Medaillen zu kämpfen. Das ist mein Ziel, auf jeden Fall.